Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten im Juli. Im heutigen Video wird zum einen ausgesät. Wir haben hier eine Mischung Kamille, Dill, Raupenblume, Drachenkopf und Wasserpfeffer. Ich habe mir gedacht, die kommen einfach mal zusammen hier auf einen kleinen Streifen. Dazu natürlich erstmal das Saatgut ein klein wenig mischen. Schaut gut aus. Und dann den Boden noch ein bisschen vorlockern. Auch die Stelle hier, wisst ihr ja, ist mit der Motorhake gründlich gelockert worden. Das passt. Mit der Broadfork bin ich auch nochmal durchgegangen. Und jetzt hier nochmal, um die Oberfläche ein klein wenig feinkrümeliger zu bekommen. So sieht das Saatgut aus. Und eine Sache, die haben wir noch vergessen. Natürlich markieren, wo wir ausgesät haben. Besonders wenn wir jetzt hier in der Oberfläche direkt säen, wegen dem späteren Feuchthalten. Auf jeden Fall von Vorteil zu wissen, wo das Saatgut dann letztendlich ist. Ja, mache ich das aus dem Eimer hier drauf? Nein, wir machen es besser auf die Hand, dann lässt es sich effektiver verteilen. Und was hier noch so ein bisschen festklebt, ganz feines Saatgut hat die echte Kamille. Da habe ich natürlich noch ein bisschen hier ausgeklopft. Und dann geht's los. Klein wenig, ihr habt hier nicht viel zu sehen. Im Zeitraffer, denke ich, bekommt ihr aber ein Gefühl, dass ich so jedes kleine Fleckchen zumindest mit ein bisschen Saatgut abgedeckt habe. Und das ist jetzt hier die Schwierigkeit momentan im Sommer. Der Boden ist dann doch relativ trocken oberflächlich. Ich habe es auch ein klein wenig angedrückt. Die Schwierigkeit ist, das Ganze hier feucht zu halten. Ja, wenn man jetzt hier zu viel ausgießt, hat man diese Verschlemmung und diese Krustenbildung. Dementsprechend lieber später dann nochmal 10 Liter drauf. Mit 20 Liter solle das dann passen. Und Zucchini-Ernte steht natürlich weiterhin an. Ich glaube, wir haben jetzt über 10 Zucchini schon geerntet von der Pflanze hier. Ich habe mal eine groß werden lassen. Die hat so 1,2 Kilo jetzt gewogen. Die wird befüllt und kommt in den Ofen dann. Und natürlich ist es auch von Vorteil, die großen Zucchini abzuernten, damit die anderen hier wieder genügend Kraft bekommen für ihr Wachstum. Die Aubergine blüht weiterhin auch, bildet auch trotz Königsblüte neuen Blüten aus, läuft gut. Und jemand hat beim letzten Gartenarbeit im Juli-Video in den Kommentaren gefragt, ob man die Zucchini-Blätter auch mal entfernen kann, wenn die zu viel Platz wegnehmen. Ja, könnt ihr, die Zucchini verzeiht euch das in der Regel und bildet neue Blätter aus. Wo wir hier jetzt so langsam keine neue Blattausbildung mehr haben, Thema XXL-Gemüse aus dem Hochbeet, ist hier unser Salat. Der Strunk ist auch schon ordentlich dick geworden, ist dann doch schon ein bisschen fast mühevoll, den zu ernten. Nee, Spaß beiseite. Das Einzige, worauf man hier achten muss, ist unten nochmal die verwelkten Blätter zu machen und den Salat gut auszuschütteln. Die ein oder andere Schnecke oder der ein oder andere Dickmaurüsselkäfer sitzt da ab und zu noch dazwischen. Und ich finde, der kann sich wirklich sehen lassen, auch die Zucchini. Und hier bekommt er mal meine Versuche noch mit, ein Thumbnail fürs Video zu finden. Grell, zu hoch, zu tief, Pose. Wie sieht die Pose aus? Ja, wir werden eins gefunden haben, wenn ihr das Video seht. Weiter geht die Ernte mit dem Brokkoli. Seid gespannt, zum Thema Ernte kommt demnächst ein eigenes Format bzw. ist in Planung, dass das Ganze mal ja, ein bisschen anders aufrollt, das Thema. Und ja, beim Brokkoli darauf achten, dass er hier nicht eben komplett aufgeht mit seinen vielen einzelnen Blüten. Wäre schade drum. Beim Knoblauch, Thema XXL-Gemüse, ja, die allergrößte Sorte ist der Flavor nicht, aber ich finde, der hier kann sich auf jeden Fall ordentlich sehen lassen. Zum Thema Riesenknoblauch plane ich für nächstes Jahr dann ein Projekt. Und natürlich das Loch der Ernte hier wieder verschließen im Hochbeet. Pflanzen. Auspflanzen weiterhin auch ein Thema. Jetzt ist es auch endlich mal warm genug für unsere Feigen. Mit Spätfrost haben wir auch definitiv nicht mehr zu ernten, zu rechnen. Also wir hätten ja auch ein bisschen früher starten können mit dem Feigen auspflanzen. Ich sag mal Anfang Juni oder Mitte Juni schon. Aber jetzt bis Ende Juli ist es kein Problem. Danach ist es wieder ein bisschen kritischer, da die Feige ja auch anwachsen soll und definitiv auch schon Wurzeln tief ausbilden soll oder tief wurzeln soll, dass sie vor strengeren Frösten gewappnet ist. Und natürlich auch die Äste oder der Stamm ein bisschen verdicken kann. Ja, wie habe ich das hier gemacht? Ich habe das Ganze mit der Grabgabel gelockert, hier auch ein bisschen tiefgründiger weiter gelockert. Und dann kommt die Feige rein und könnt ihr sehen, ja, ihr könnt sehen, die ist ordentlich durchwurzelt. Und wie bin ich ansonsten vorgegangen? Ich habe das Substrat noch ein klein wenig feinkrümeliger gemacht. Das Pflanzloch ist wirklich gut durchlockert, auch vor allem tiefgründig, ganz wichtig für die langen Wurzeln der Feige.
Und dann wurde die Geschichte ein klein wenig angedrückt. Ich habe hier noch ein paar Beikräuterchen entfernt, aber weder aufgedüngt noch die Wurzeln angeschnitten. Die Feige, die wird es so schaffen, definitiv. Was aber nicht fehlen darf, vor allem hier bei dem Wind, ist dann noch das Anbinden. Bitte aufpassen, wenn ihr solche Metallstäbe oder Stöcke reindrückt, dass ihr nicht abrutscht und die euch dann in den Bauch oder in die Brust haut. Ja, da gibt es bei mir ein bisschen Verbesserungspotenzial weiterhin beim Stöcke reindrücken hier im Garten. Und Anbinden darf auch nicht fehlen, genauso wie das Angießen. Wir haben die jetzt auch mal ordentlich eingeschlemmt. 10 Liter, das sollte passen. Top aktuelles Thema momentan in einigen Gärten oder ich hoffe in fast allen ist das Ernten des Beerenobstes. Bei der weißen Versailles, bei der weißen Johannisbeere habe ich ja schon mal ein bisschen was geerntet, einen Likör und einen Essig angesetzt. Und mit der Ernte hier hatte ich nochmal was ganz Besonderes vor. Die Ernte geht jetzt wesentlich leichter hier in der zweiten Erntewelle. Man muss eigentlich nur hier über die Rispen drüber streichen und die Beeren lösen sich dann fast von alleine. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie wirklich vollreif sind. Ab und zu sind auch ein paar Bärchen jetzt hier schon eingetrocknet und dementsprechend ja höchste Eisenbahn. Was sich natürlich anbietet, wenn man hier die Ernte eingefahren hat, ist, sie sich zuerst mal genauer anzuschauen. Das dürft ihr hier sehen. Allzu viel ist es nicht, das waren jetzt 200, 250 Gramm. Und zum anderen bietet sich der Schnitt an, direkt nach der Ernte hier bei den Johannisbeeren. Da gibt es jetzt verschiedene, viele Philosophien. Letztendlich kommt es aber alles darauf zurück, dass wir genug Licht an die Pflanze ranbekommen wollen. Äste, die sich ein klein wenig stören, schneiden wir raus. Und wir wollen keine Vergreisung, also dass das Bäumchen nicht überaltert. Dementsprechend habe ich jetzt hier eine bunte Mischung aus 3-, 4-jährigen, 1-jährigen und 2-jährigen Trieben rausgeschnitten. Und hiermit bin ich jetzt ganz zufrieden gewesen. Da sehen wir es nochmal. Hier zum Beispiel ein 1-jähriger Trieb. Und wegen den Flechten, die ihr drauf seht, macht euch da keine Sorgen, das schadet ein Bärchen nicht. Das schützt eher sogar die Rinde und ist natürlich ein Indikator für frische Luft oder saubere Luft. Nicht frische Luft, saubere Luft. So sieht unsere Rosa-Sorte aus. Hier ist die Sorte mir leider unbekannt. Mit den Ernteaufnahmen verschone ich euch. So sieht die Ernte aus. Und vom Geschmack her, ja, ein klein wenig süßlicher und ein bisschen aromatischer, finde ich, als die weiße Versailles. Und hier an der Stelle natürlich dann gleich auch noch der Schnitt. Bei den Johannisbeersträuchern verhält sich der Schnitt ein klein wenig anders wie bei den Hochstämmchen. Unser Hochstämmchen, die weiße Versailles, die wir zuerst gesehen hatten, die ist auf den Trieb einer Goldjohannisbeere veredelt. Deswegen hat es so einen lang geraten hohen Stamm. Man kann auch ab und zu mal Äste, ältere Äste auf andere ältere Äste ableiten. In der Regel empfiehlt es sich aber hier unten am Stock dann abzuschneiden. Und schaut mal her, jetzt ist es schön ausgelichtet. Und hier sehen wir mal einen deutlichen Unterschied von einjährigen zu einem mehrjährigen Trieb. Bei der schwarzen Johannisbeere verhält sich der Schnitt ein klein wenig anders. Dazu kommen wir mal in einem späteren Video. Und wenn man die Johannisbeeren geschnitten hat, was momentan top aktuell ist, dann bietet sich das hier an, Stecklinge machen. Gerade habe ich es angezeigt. Aufpassen wegen der Wuchsrichtung, nicht die Stecklinge später entgegen der ursprünglichen Wuchsrichtung in den Boden stecken. Und ansonsten werden im ersten Schritt die Blätter entfernt, dass eben die Wurzelausbildung gefördert wird und nicht die Erhaltung der Blätter. Wo kommen unsere Stecklinge rein? Die sind so in der Regel 15 bis 20, 30 cm lang. Die kommen hier ins aufgeschüttete Frühbeet, Schrägstrich Holzhackschnitzelbeet, Schrägstrich Nicht-Umgrabenbeet. Ich entferne jetzt erstmal hier den groben Mulch oben und dann muss man doch nochmal ein bisschen auflockern. Ja. Die eine oder andere Zwiebel habe ich gefunden, aber die Zwiebelernte der Überwinterungszwiebel hier war auch nicht allzu berauschend. Bei den hinteren sieht es besser aus, aber auch erst nachdem er nochmal komplett durchlockert worden ist. Dann ziehe ich mit der Gartenkelle nochmal 2 Reihen oder 2 kleine Furchen nach, mache es auch ein bisschen feinkrümeliger. Es wäre auch mit so ein paar kleinen Erdbrocken dazwischen durchaus gegangen. Und jetzt beim in den Boden bringen unserer Stecklinge, darauf achten, dass man hier wirklich eine kleine Kuhle nochmal mit der Hand macht und vielleicht ein bisschen minimal nachdrückt, wenn es geht, wenn das Substrat locker genug ist. Aber nicht beim steinharten Boden versuchen, die hier reinzudrücken, wenn sie dann abbrechen, wenn nochmal große offene Flächen haben, wo Bakterien, Pilze und sonst was eindringen können, wird das schwer mit dem Bewurzeln der Stecklinge. Das Ganze wird ein bisschen festgedrückt
und dann nochmal abgemulcht mit der Pferdeeinstreu. In der Theorie sagt man, man lässt so 2-3 Augen rausschauen. Ich habe jetzt mal ein paar Zentimeter mehr bei meinen Stecklingen rausschauen lassen, da wir es jetzt auch hier schon im Sommer vermehren und nicht eben wie oft üblich dann im Herbst. Ja, das Angießen darf natürlich auch nicht fehlen. Und hinten bietet sich's an, dann gleich mal ein bisschen Beikraut oder Unkraut noch zu entfernen. Kann man aus dem Mulch ganz leicht rausziehen und dann einfach oben auflegen. Natürlich eine Arbeit, die, wenn man zeitversetzt aussät und erntet, immer wieder anfällt, ist das Sauberhalten der Reihen, sage ich mal, hier zwischen den Bodenreihen. Und wenn man auch die Unkräuter und Beikräuter hier dann gleich entfernt, wesentlich einfacher, wie wenn sie schon ordentlich Wurzeln ausgebildet haben und mit den kleinen Böhnchen hier in Konkurrenz gehen und ihnen Licht, Nährstoffe und Platz wegnehmen. Die Pinto-Bohnen sind super aufgegangen und das hier ist die Buschbohne Purple Tippy, die ist jetzt auch klasse aufgegangen. Und die anderen Buschbohnen, die gelben, die blühen bereits und wachsen munter weiter. Unsere Stangenbohnen, der Großteil ist mittlerweile auch aufgegangen, ein paar sind es nicht, ich glaube, die werden auch nicht mehr kommen. Dementsprechend, da hier auch nicht gehäufelt wird, kann jetzt hier ordentlich abgemulcht werden. Und keine Sorge, wie gesagt, wegen Wind, auch wenn man es jetzt hier sieht, dass ein bisschen weggeweht wird, die Einstreu. Sobald die angegossen ist, weht da überhaupt nichts weg. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie bald endlich in die Höhe schießen. Aber ein klein wenig Zeit können sie sich noch lassen, unsere Stangenbohnen hier an der Stelle. Und bei unseren Bohnenreihen gießen wir mal nur die Reihe an. Jetzt, wo wir auch erkennen, wo die Bohnen tatsächlich sind. Ist ja immer so eine Sache, wenn man ausgesät hat. Irgendwie, wenn man ein paar Zentimeter nach links oder rechts guckt, kann sich so eine Reihe mal ganz gern verschieben. Wie wir auch hier sehen können, die linke Reihe, die liegt ein bisschen außerhalb. Und sowas wollen wir vermeiden, diese Staunässe stellen mit der vertrockneten Oberfläche dann oder eingetrockneten. Und wir haben auch gesehen, da sind keine Bohnen hochgekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne das Däumchen nach oben da lassen. Feedback, Kritik, Fragen und so weiter, alles gern wie immer unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.